Ja, ich möchte alle zusammen ganz herzlich begrüßen und finde es gut, dass wir doch hier in diesem Kreis jetzt heute hier auf dem Friedhof sind. Auch und gerade eben in dieser schwierigen Zeit und unter diesen schwierigen Umständen. Dass wir auch jetzt heute hier auf den Friedhof gehen und unser Zeichen des Gedenkens, unser Zeichen gegen das Vergessen hier heute setzen. Aufgrund der momentanen Umstände können wir nicht unsere Andacht wie sonst in der alten Clemenskirche feiern. Aber wir gehen zum Friedhof, wir gehen zu den Gräbern der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Es werden unsere Kerzen heute hier brennen und wir werden die Blumen zu den Gräbern bringen. Es wurden der Großteil der Redebeiträge aufgezeichnet in diesem Jahr, können im Internet gesehen werden. Und in diesem Jahr unter der Überschrift Nationalsozialismus und Gesundheit. Das ist ein besonders grausames Kapitel der nationalsozialistischen Diktatur. Ein Kapitel, wo es um furchtbare, menschenverachtende Dinge geht. Darum, dass Menschen degradiert wurden zu Versuchsobjekten und dass systematisch die Gesundheit von Menschen zerstört, vernichtet wurde. Das ist in dieser Form etwas in der Geschichte Einmaliges, dieser Abgrund und dieses absolut Böse. Dennoch ist es bestürzend zu sehen, dass auch in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder in Kriegen die Gesundheit von Menschen angegriffen wurde. Gerade durch den Einsatz etwa von chemischen Waffen, wo über lange Zeit hinweg die Gesundheit ganzer Generationen geschädigt worden ist. Es ist wichtig, dass wir immer wieder Zeichen dafür setzen, dass das Leben heilig ist, dass die Würde des Menschen unantastbar, unverlierbar von Gott gegeben ist. So wie wir das auch immer wieder mit unserem Gedenken hier tun und auch jetzt, heute hier in diesem Jahr tun wollen.